Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf die Westerode, in Westerode Krimi. Ja, wir wollen uns so ein bisschen Geld verdienen, ne? Und machen wir mal eben. Machen wir eben ein Drillerchen. Oh, ist hier das vom Bunkrascher? Was sollen wir eigentlich sehen? Habt ihr aufgepasst? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich hab nicht aufgepasst. Schikram, Weizen oder was? Oh, wir werden es gleich sehen. So, Drillerchen, wenn möglich. Das ist die Quelle, ne? Guck, da haben wir schon die Weizen drin, ne? Sieht zumindest so aus. Damit wir so ein bisschen mit der Mission zusammenkriegen, habe ich mir gedacht, machen wir unten eine Sämission. Ist ja auch mal gut schickes. Dann nehmen wir das selber. Wir können nämlich im Moment nur noch Gemüse hin und her fahren. Sonst gar nichts. Das ist leider so. Was anderes ist leider nicht im Moment. Quält sich aber auch ein bisschen Gold, ne? Ich glaube, das ist hier vom Boden gefaschen, ne? Letztes Mal runtergelaufen. Ja, man sieht viel. Sehr zu viel, ne? Und komisch. Hoffentlich kriegen wir das hin in der halben Stunde. Gott, die Schädelchen ist hier in Action. Voll in der Drillung. Hat's mit drin? So, guck mal. Das ist ein schlechter Moment. Das schaltet aber auch direkt wieder runter. Ne? So werden wir nie fertig. Das steht. Guck dir das an. Sah da nur realistisch ist gut, ne? So, wann geht das denn hier so hoch? Jetzt kommt er langsam wieder in die Schuhe. Ja, er hat sich langsam wieder nass gemacht. Kann es nicht sein. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt schaffen wir ihn niemals. Wenn er zu weit geht. Man sollte nicht immer more realistic räumen, ne? Aber, ach, bist du jetzt doch vom Bunkrascher, oder? Ja. Bist du vom Bunkrascher. Man muss dich mehr aussuchen. So. Wo
Bock, gar nicht Kupplung treten, weil der fährt eigentlich so. Ist ja gleich so drin. Geht ja nur anders. Jetzt kommen wir nicht vom Fleck. Wir kommen schon so nicht vom Fleck. Nicht so günstig. Ja, kriegen wir hin. Schaffen wir. Ich habe in den Fan schon mal Gäste reinlaufen lassen, ja, dass der weiterfahren kann. Also, dass wir den nachher mal, ja, weiß nicht, einen Wagen können wir, glaube ich, verklappern. Den Rest fahren wir dann wieder zum Silo. Dass wir dann immer so einen Wagen schon mal verkaufen, den Rest fahren wir wieder rüber zu unserem Hof. Für schlechte Zeiten, ne? So ist der Plan dahinter. Dass wir das dann easy peasy hinkriegen. Ihr macht ja Laune, ne? Oh, oh, verschenkt dann noch nicht so viel zu. Wir wollen ja hier zügig vorankommen. Ein bisschen laufen, der Laune. Sabalotti, den muss ich auch kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel PS der hat. Wahrscheinlich ist das nicht die größte Motorversion, ne? 8727. Ich weiß nicht, wie viel Pferdchen der unter der Haube hat. Anscheinend zu wenig. Tja, 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 dann ist er da also im Leben, ne? Kannst du nicht erinnern. Muss er jetzt durch, wenn er einen großen werden will. Ne? Wir brauchen die Kohle. Deswegen machen wir das, ja. Habe ich gerade so beschlossen. Nee, weiß ich nicht. Nein, damit ich euch auch was zeigen kann. Es ist im Moment echt nichts auf der Westerrade. Viel Gemüse hin und hier vorne Mission dahin. Das andere steht nicht an. Das ist wohl. Vorse. Also können wir uns ja ein bisschen Talas dazu verdienen. Viel gibt's nicht, muss man uns auch nichts vormachen. Das ist mehr ABN, ne? Das ist reine ABN. Diesen Portalers neben mir machen. Weil das Gemüse können wir dann für schlechte Zeiten lassen, wenn wir es dann wirklich nochmal brauchen. Jetzt ist ja gerade ordentlich Mission, so säen und so. Letzten Mal haben wir ja zwei Düngemissionen mehr. Beste Rade halt, ne? Es ist halt, wenn man mit Season spielt, ne? Dann ist halt nicht immer was zu zeigen und dies und das. Wenn dann täglich ein Video kommt, dann ist das nicht so einfach. Ne? Aber ich lass mich davon nicht beirren. Ne? Der Onkel kommt dann bestimmt an, hier nochmal eben schnell ein Drillerchen oder ein Düngerchen demnächst bei uns. Ne? Und dann freuen wir uns des Lebens. Und wir haben den Schlepper mal getestet, ne? Das ist ja auch schön. Wir brauchten ihn uns nicht kaufen, wir konnten ihn in der Mission testen. Das ist auch schön. So wissen wir auch, dass der gut ist, ne? Ich habe nichts anderes erwartet. Bonecrusher Mods. Den kennt ja jeder oder kannte jeder, sagen wir es mal so. Und ich kenne halt einen Modder, der wohl mit in dem Team war. Spiele ich sie ganz gerne, ne? Muss man
Was jetzt? Hoffentlich wollte der auf Weizen, ne? Was hat denn? Schon gibt's hier den nächsten nur im Restaurant nur noch Weizen oder so. Wir können ja noch nicht so in dem Sinne drin. Klar können wir auch drin. Macht nun mal nichts aus, oder? Wir warten bis Bogen ist. Sicher ist sicher. Bodentemperatur. Ja, das ist sogar ein wenig CO. Ist noch nicht. Das ist nicht schlecht hier für die Leben, ganz ehrlich. Nein, von nein. Dieses More Realistic angehauchte da. Läuft denn mal. Ach, More Realistic Database, das ist ja meine heißt die Seite, wo man die Sachen findet. Ich muss das gleich selbst nochmal googeln, sonst muss ich den Clay das nochmal schreiben. More Realistic Database XML heißt die Seite. Da findest du noch stellenweise die XML-Dateien für More Realistic. Ne? Auch nicht immer alles mehr. Das ist alles 17 ist schwierig geworden, Mods zu finden. Muss man sich nichts vormachen. Meist kannst du gar nicht mal runterladen. Weiß nicht, warum das so ist. Ist halt so. Ich wollte ja auch das Fliegepack letztens runterladen, ne? Das gibt's nicht mehr. Brauchst du nicht mehr dann mal geht nicht mehr. Auf FBM habe ich das dann stellenweise. Du kommst überhaupt nicht mehr zum Download-Link da. Wirst du irgendwo hingeleitet, was du gar nicht wissen willst und nicht sehen willst. Schade, ne? Schade, schade. Aber man kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist im Leben. Dann muss man sich halt mit dem begnügen, was noch da ist. Man findet ja auch so tolle Sachen, ne? Das ist ein Top-Schlipper. Ich habe den Waldrahmen. Walter? Habe ich ja noch getestet, ne? Werdet ihr noch sehen? Hat er noch einen Waldrahmen mitgenommen? Aber den testen wir auf einer anderen Map. Der gefiel mir auch gut, weil ich immer noch so ein bisschen jetzt hier in Großmaschinen ansuchen bin für die NF Marsch. Im LS17. Ja, ich spiele sie nur für die LS17. Ich hab da einfach Bock drauf, ne? Mir macht der 17er sonst Spaß, warum soll ich den dann nicht spielen? Ich bin ja ganz ehrlich. Nur weil andere das nicht machen, muss ich das ja dann nicht auch machen. Ganz einfach eine Geschichte. Also das spielen wir dann mit Spaß. Das ist wichtig. Zumindest mal die Füße. Hier kriegen wir zum Problem. Noch Kreuzer. Kommt auf Tour. Nein, was ein geniales Moped, oder? Sag doch mal selbst, ey, auch wenn das nicht so ist. Das ist doch nicht schlecht. Du kannst Dachluke aufmachen. Klimatronik. 25 Grad? Nee. Was stimmt denn mit dem Fahrer sonst nicht? 25 Grad. Nein, der braucht's auch muckelig, wä? 25 Grad. Du kannst du direkt in Bordehose auf dem Schlepper sitzen. Das ist mal ein Frostgeköttel, weil? Ich wundere mich schon, warum ich hier so einen Boost kriege. So schwenken muss. Beim Vorne. Ich bin nicht sicher. Hat der dann gleich eben die Gäste verkloppen? Dann gucken wir nochmal nach der Mission. Ja, Kredit hatten wir jetzt zurückgezogen, ne? Das ist doch gar nicht mehr so genau. Autosave, danke. Ist auch näher zum Verband, ne? Ach, das läuft hier. Schaffen wir das diese Folge noch? Dann muss sie leider ein bisschen länger werden, ne? Dann kriegen wir auch nicht fertig. Aber wäre schon cool, ne? Aber das dauert noch ewig.
Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Folge fertig, oder? Liebe Leute, ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!